willkommen bei American Baker in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir eine Gänseblümchenreihe-Torte. Also legen wir los. Ich fing an, einen 20 cm Tortendummy mit veganer amerikanischer Buttercreme zu streichen. Dann rollte ich weißes Fondant aus und schnitt viele kleine Gänseblümchen aus. Mein Ausstecher hinterlässt eine unsaubere Kante, also presste ich es runter mit meinem Finger. Dann schnitt ich ein paar große Gänseblümchen aus. Dann platzierte ich die kleinen Gänseblümchen in einer Reihe um die Torte. Dann rollte ich grünes Fondant aus und schnitt viele kleine Blätter aus. Ich platzierte die Blätter unter den Gänseblümchen an der Seite. Ich legte den Rest zur Seite und rollte mehr grünes Fondant aus und schnitt Streifen aus und platzierte sie unter den Gänseblümchen als Stängel. Thank you.
und ich platzierte ein paar Blätter an den großen Gänseblümchen. Dann rollte ich gelbes vorne aus und schnitt kleine Blümchen aus und platzierte sie auf den großen Gänseblümchen und viele kleine gelbe Kreise und platzierte sie auf den kleinen Gänseblümchen an der Seite. Ich finde diese Torte süß. Sie schreit einfach nach Frühlingszeit und ist perfekt für eine Frühlingsveranstaltung. Für mehr Torten und Rezepte besucht unsere Webseite bei americanbakerin.germany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für eine neue Torte jede Woche. Aktiviert die Glocke, um als erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen.